Ihr hattet es ja mitgekriegt schon im Stream, wir haben ja auf diese XXL-Folge von Sinan G reagiert und das teilweise reingezogen, wo Bösemann dort vor Ort war. Und da haben die auf den Gazmin reagiert. Gazmin war ein alter Zellengenosse von Sinan G und Sinan hatte ihn so gefilmt und der hat so Witze gerissen, der Gazmin, und wurde da zum Hund gemacht, mäßig, in Anführungsstrichen. Jetzt nicht abwertend gemeint, aber man hat sich so auf seine Kosten lustig gemacht, bisschen hier gelacht, wir haben uns auch gut totgelacht, ich fand den auch lustig. Und der hat so gesungen, hat Geschichten erzählt von albanischer Hochzeit und so weiter und so fort. War auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Aber dieser Gazmin fand das wohl doch nicht so ganz lustig und ganz unterhaltsam und hat ein Video hochgeladen. Dieses Video haben wir uns, glaube ich, auch am Rande irgendwie reingezogen. So ein Ausschnitt davon. Und das zieht sich Sinan jetzt rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Sinan darauf reagieren wird, weil der Gazmin fand das nicht so lustig und hat quasi durch die Blume eine Ansage gedroppt. Und ich denke mal, das könnte sehr, sehr interessant werden. Das Video heißt: Zellennachbar macht Ansage gegen mich. Gazmin sauer auf Rappers. Und das ist eine Anspielung auf das Video selbst, weil der sagt, Sinan G ist ein Rappers. Oder irgendwie sowas. Und als wir darauf reagiert haben, auf die Ansage von diesem Gazmin, war ja auch Fatbeats hier im Stream. Er wurde ja auch quasi indirekt angesprochen vom Gazmin. Genauso wie böse Mann, wer ist das und hier und da. So wie ich Sinan kenne, wird das wieder ein lustiges Ding. Kann aber auch ein bisschen ernster werden. Ich würde sagen, wir legen auf entspannten, zurücklehnenden Hasen los. Let's go. Wie kann ich jetzt das Video von Gazmin, den Zinkarius Nummer 1, die Ansage, die er gegen mich gemacht hat, wie kann ich das... Zinkarius Nummer 1. Okay, liebe Friends, wir schalten jetzt live ein zu Zinkarius Bunkarius Nummer 1. Ich mache mal ganz kurz meine Cam-Sicht auf die Seite. Vor allem steht der Rapper an Sinan G. Möge Allah die auf die gerade Weg führen. Ich küsse dein Herz. Bruder, was ist das? Bunkarius, Zinkarius ist wieder am Start. Das ziehen wir uns natürlich jetzt rein. So, liebe Schwester, liebe Brüder, das ist Teil 2 jetzt. Jetzt rede ich über die Rapper. Über die Rappers. Liebe Schwester, liebe Brüder, was? Was? Ich hab nicht. Was? Entschuldigung. Tut mir leid, Bruder. Ich war grad woanders, Bruder. Bitte. Warte nochmal. So, liebe Schwester, liebe Brüder, das ist Teil 2 jetzt. Jetzt rede ich über die Rapper. Das ist Teil 2, Bruder, warum Teil 1? Teil 1 hat über Islam geredet. Liebe Geschwister, liebe Brüder, pass mal jetzt ganz genau auf. Ihr kennt alle die Rapper Sinan G. Fast alle kennen ihn. Fast alle. Er macht so ein komisches Video über mich und verteilt weiter. Und die Leute machen ein bisschen Scherze. Ich sag euch die Wahrheit. Ich habe von niemandem Angst. Wisst ihr, von wem ich Angst habe? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Von den Lieben. Hat er gesagt von Allah subhanahu wa ta'ala? Nein. Oder? Sag mal bitte ehrlich. Hat er das gesagt? Der Arme. Ey, stellt euch vor, ihr ladet ein Beschwerdevideo hoch, wo ihr eine Ansage droppt gegen jemanden, der sich über euch lustig gemacht hat, und mäßig wollt ihr damit klar machen, ey, mach dich nicht über mich lustig, ich hab keine Angst, ich kann gefährlich sein, bla bla bla. Und der guckt sich das an und lacht sich schon am Anfang direkt tot. Oh mein Gott, Junge, was ist das? Ey, Junge, Leute, ich liebe den, ich schwöre. Ey, Zinkaro ist eine Legende. Der ist eine Legende, ich sag euch. Der ist im Knast eine Legende. Cousin, bitte, Alter. Ich sag euch die Wahrheit. Er sagt die ich Wahrheit. Ich hab von niemandem Angst. Okay. Wisst ihr, wovon ich Angst hab? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Lass uns mal so stehen, Cousin. Von dem lieben Gott hab ich Angst. Hat doch gesagt. Von ihnen hab ich Angst. Aber die Frage ist jetzt hier, Friends, die ich mir stelle. Keiner hat dem irgendwie gesagt, du bist einer, der Angst hat oder so. Ich verstehe nicht, warum. Was haben wir denn gesagt? Cousin, ist das da eine Hanfpflanze auf Dings? Ein Hanfblatt? Ein Hanfblatt auf seinen Jacke, ja. War da gut. Wisst ihr, liebe Geschwister, liebe Brüder, wer ist Sinan G war? Der war ein Nix. Der war ein Niemand. Heute ist er genauso. Der war... Aha, da kommt es raus. Jetzt wird einiges exposed, lieber Sinan. Aha, macht er mir hier auf hart. Hört auf diesen weisen Mann, der da gerade am Sprechen ist, der Sinan mit einem C schreibt. Oh Gott, das kann nur lustig werden, das kann nur geil werden. Er war niemand, dann heute genauso. Ja, ich kann nichts gegen den sagen. Ey, ich wüsste, das ist jetzt eine Legende, Mann. Bruder, Zinkarius, Digga. Bitte, warte, lass mal bis Ende gucken. Bruder, bitte. Warte doch mal. Bruder, scheiß, bitte. Bruder, scheiß mal was drauf. Los, chill bitte. Doch mal ganz kurz, bitte, Bruder. Ganz entspannt. Der wird auch bald hier sitzen, Bruder. Chill mal, ich lade den doch hier ein. Nein, niemand. Liebe Geschwister, liebe Brüder, fragt mal Sinan G. Ich war 4 Jahre, 6 Monate in Haft. 4 Jahre. Ich sag euch die Wahrheit. Ich war 4 Jahre, 6 Monate in Haft. 4 Jahre, 6 Monate, das ist keine 2, 3 Tage. Sinan G war ja nicht lange da. Sinan G war ein Jahr, paar kaputte Monate.
paar kaputte Monate, Bruder. Also, ich war mit ihnen in Bielefeld 1,5 Jahre und von dort aus dann bin ich nach Moers verlegt worden. So, also in dieser Zeit, wo er dort war, war ich mit ihm so 1,5 Jahre. Bruder, ich will nur eine Sache wissen, Bruder. Bitte. Das Video, wo er singt, das ist doch schon seit 7 Jahren online, Bruder. Nee, 5 Jahre. Online. 5 Jahre, sagen wir 5 Jahre. Hat den keiner drauf angesprochen, Bruder? Warum? Doch, aber jetzt haben wir ja ein neues Video gemacht und loben ihn und dann ist er jetzt durchgedreht. Aber warum? Wir haben doch mit ihm gelacht. Ich hab doch sogar gesagt, Bruder, wenn er diese Songs machen würde mit Autotune, die würden Gold. Bruder, das ist ja das Problem. Er hat eine verzerrte Wahrnehmung. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich mag ihn ja. Alles gut. Ah, der ist auf Inception unterwegs. Ich habe alles bestanden. Entschuldigung, jemand fragt mich, warum wurdest du verlegt? Ich wurde verlegt wegen heimatnah. Bielefeld ist ja nicht bei mir in der Nähe. Und nach einer gewissen Zeit konnte ich die heimatnahe Haftbeantragung machen, dass ich dann näher an zu Hause dran bin. Das heißt, immer wenn ich von Bielefeld zum Beispiel Ausgang hatte, habe ich 1,5 Stunden, 2 Stunden fast, je nachdem nach Verkehr, gebraucht bis nach Essen. 2 Stunden zurück, fast so, ja, nicht wegen Verkehr oder so. Das heißt, 4 Stunden von meinem 9-Stunden-Ausgang war schon nur wegen Autofahren. Wenn ich in Moers war, war nach Essen 20 Minuten. 9 Stunden hat man Ausgang. Das heißt, 9 Stunden kann man in die Freiheit und quasi tun und lassen, was man will. Sehr, sehr stramm. Was den Knast hier definitiv, sage ich mal, zu was Erträglicherem macht. In 9 Stunden, wenn man jetzt nicht gerade 4 Stunden unterwegs verbringt, kann man schon einiges dribbeln. Ein bisschen Sex hier, ein bisschen runterholen da, ein bisschen gut essen bei Mama oder was weiß ich. Da kann man schon einiges machen. Ist heftig. Man lernt hier wirklich einiges dazu. Ich meine, es ist heimatnah einfach angenehmer, dies, das. Ich habe alles bestanden. Das war ein Weltuntergang für mich. Aber ich habe was gelernt. Ich habe was gelernt. Allah Subhanahu hat mir eine Probe gestellt. Was? Der Arme. Ich schwöre, hätte er einfach kein Video gemacht, keine Reaktion darauf, dann wäre das Ding vergessen gewesen in 1-2 Tagen. Keiner hätte mehr darüber nachgedacht. Keiner hätte gewusst, wie der Typ heute aussieht. Es wäre vollkommen egal gewesen. Was hat der damit jetzt bewirken wollen? Ich verstehe es nicht. Man darf jetzt eigentlich auch nicht. Ich weiß ja, was er sagen will. Es ist nur, ne, weil ich ihn ja kenne. Ne? Ihr wisst nicht, Mann. Ich war mit den Tür an Tür in Zelle, Mann. Das war so. Der Arme. Weißt du, was ich meine? Nächste Ansage ich ihn kommt. Ich liebe und ihn respektiere und alles um und dran. Hast du seine Nummer? Nein, Bruder. Warte. Soll ich einfach anrufen? Das war ein Weltuntergang für mich. Aber ich habe was gelernt. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat mir eine Probe gestellt. Weil ich ihn sehr liebe und ihn respektiere und alles um und dran. Und er wollte mich testen. Der redet so stark von Allah, als ob das so ein Person wäre. Ich respektiere den. Der schafft es wirklich, alles ins Lächerliche zu ziehen. Als wir uns das reingezogen haben, ja, wir haben ein bisschen geschmunzelt und so. Aber die nehmen das komplett auseinander. Die holen jede einzelne Grätze raus, egal wie dünn und klein die auch ist. Bruder, bitte mach doch einfach weg, Bruder. Okay, lass mal weiter gucken. Gasman, das ist gleich Ende, Gasman, das ist gleich Ende, warte. Ich deine Augen, Bruder. Guck mal, wenn du das hier siehst, mein Bruder, bitte. Mein Instagram-Profil kannst du checken, Bruder. Bitte schick mir deine Nummer, Bruder. Ich will gerne mit dir telefonieren. Warte, bitte, Bruder, bitte. Lass das zu Ende gucken, das ist gleich Ende. Ich küsse dein Herz. Jetzt kommt einer von Seite und fragt, was ist passiert? Was ist geschehen? Einer hat kommentiert, ne? Beste Kommentar. Der hat geschrieben, Ed Sinanji. Hast du das kommen sehen? Ey, ich habe mit meinem Account auch kommentiert, aber man sieht die Kommentare. Ich glaube, der hat das gelöscht. Und da wollte mich testen. Liebe Schwester, liebe Brüder. Ich wusste nicht lesen. Ich wusste nicht schreiben. Ich wusste nicht über Koran. Ich wusste nicht viel. Ich wusste nicht, wie man beten muss. Okay, aber was hat's mit dir zu tun? Wisst ihr, liebe Schwester, ich weiß Bruder, nicht, wo ich das gelernt habe? Was hat das mit mir zu tun, Bruder? Achi, Bruder. Ich habe das alles in Haft gelernt. Halt deine Schnauze in Knast, du hast Tabakdrehung ganze Zeit gemacht. Nicht einmal habe ich dich mit Koran in der Hand gesehen, ja, Zinkarius. Ganz hast du die Junkie-Weiber von Methadon gekannt. Ich hab dir nicht einmal beten sehen in Knast. Wallah, was für ein Maniak der ist, ich schwöre bei Gott. Aber ich mag ihn trotzdem, Wallah. Vor allem nennen die ihn Zinkarius. Das heißt, der war bestimmt auch so ein Zinker, ne? Ja, Zinker. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Gibt ja genug Köter, die Zinker sind. Ich habe das alles in Haft gelernt, weil ich auch arabische Brüder hatte. Und ich habe auch Synergie auch geholfen. Ich war in Bielefeld Ummen. Da habe ich Synergie kennengelernt. Aber ich habe ihn trotzdem wie ein Bruder behandelt und respektiert. Normal hast du mich wie ein Bruder behandelt. Ich habe dich einer durchgefüttert, du Kelbenalter. Ein Jahr lang Shampoos, Essen,
alles auf meinen Kopf, Herr Salami. Natürlich hast du mich respektiert. Ich war arbeitsam für dich. Bruder, ich finde das gerade richtig traurig. Wallah, der regt mal, wie der über mich redet. Wallah, ich finde das richtig traurig. Obwohl ich denen geholfen habe, alles gemacht habe, Bruder. Wallah, Gasment, ja. Warum machst du so? Sag, du hast von meinem Mixer, hast du Shake gekriegt. Ich hab dir nachts einen gemixt. Ich schwöre euch, in anderthalb Jahren hat er einmal eine Banane dazu gegeben. Ich küsse doch sein Herz. Ich hab dir nachts einen gemixt und als ich eine Banane wollte, bist du nicht gekommen, ihr Team. Man wollte nur eine Banane, ihr Schwanz. Ja, aber man hat nie was gesagt, gib mir nur eine Banane, hast du gemeckert. Die wollten die weghaben. Oh, ja. Bielefeld wollten die nicht haben. Das sollte direkt geschlossen gehen. Da sollte sofort geschlossen gehen. Ich habe gesagt, nein, ich habe selber in der Küche gearbeitet. Ich habe gesagt, nein, Synergy nehme ich bei mir, in der Küche arbeiten. Wallah so? Ich schwöre bei Allah, ne? Wallah so? Ich schwöre bei Allah. Kannst du mir nach Bus rein, geh mal mit Bampe reden für mich? Ja, der hat Anstaltsleitung gedrückt. Knopf gedrückt, der hat gesagt, guck mal, ich brauche den hier. Der ist ein wichtiger Mann, der ist ein guter Koch. Bruder, die Wahrheit sieht so aus. Der war ein Penner in der Küche. Unser Chef wollte ihn rausschmeißen, 100 Mal, weil er... Der sagt eiskalt, der war ein Penner in der Küche. Ich bin gespannt, ob der Gasmin darauf geantwortet hat. Wir schauen gleich mal auf TikTok. Statt zu arbeiten, gesungen hat. Jeden Morgen. Guck mal, jeden Morgen, der war am Singen. Allah, bitte helf mir. Und mein Beamter in der Zelle, also Entschuldigung, in seinem Büro. Der hat nach der Zeit Brokkoli auf den Ohren gekriegt, Bruder. So, wir haben das extra beobachtet, ich und der im Video, der Eimann. Wir haben von ihr geguckt, wie der Beamte reagiert, wenn er da hinten singt. Der singt und der Beamte so, es geht schon wieder los. Der Arme. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bruder, glaub mir. Nicht schon wieder. Genau so, aber unser Beamter, der unser Chef war in der Küche, ich sag jetzt mal einfach seinen Namen, weil er ist eh kein Beamter mehr, der ist jetzt in Pension. Herr Bongart, ich habe noch nie so einen lieben Menschen, noch nie so einen korrekten Beamten wie den gesehen. Der wollte den Gasmin und auch andere Patienten schon längst rausschmeißen. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe gesagt, nein, bitte Herr Bongart, der ist ein guter Junge. Der kann gut Boden putzen, der macht irgendwas, macht er schon. Und hat die drin gelassen. Ohne mich wäre der von seiner Arbeit geflogen und der sagt, wegen mir ist er in Offene geblieben. Ralas, der hat geschlossen eingerufen. Ralas, macht nicht so. Frag ihn mal. Nein. Wer hat dir geholfen, in der Küche zu arbeiten? Nein. Bruder, nicht du. Warum nicht machst du so? Wer hat dir geholfen, in der Küche zu arbeiten? Guck mal, ne? die Geschichte, die Real-Life-Story, wie ich es geschafft habe, in der Küche zu arbeiten, im Knast. Ich habe mich gestellt im Es ist zu viel Input hier. Das Problem ist, allein diese Aussage, er kann gut Boden putzen. Der hat ihn wieder zum Hut gemacht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man mit diesem Gasmin zusammensitzen kann in einem Stream und zu lachen. Er kommt mir nicht gerade so rüber, als hätte er das nötige Level, um es vorsichtig auszudrücken, um über so etwas lachen zu können. Ansonsten hätte er nicht so ein Antwortvideo gedroppt mit solchen Aussagen. Das ist ja alles komplett zusammenhangslos. Also ist überhaupt kein Leitfaden, eigentlich gar nichts, woran man sagen kann, ja komm, das war berechtigt. Vielleicht sitzt er ja trotzdem da und die lachen die ganze Zeit und er lacht einfach mit und er weiß gar nicht, warum er lacht. Kriegt rechts einen Nackenklatscher, links einen Nackenklatscher, dann ist das Ding durch. Bielefeld, ihr kennt alle das hiphop.de-Video, wo ich mit den Jungs in den Knast gehe. Wir haben uns gestellt. Wir sind in einer Zugangsabteilung. In dieser Zugangsabteilung steht noch nicht fest, was mit dir ist. Gehst du in Geschlossene, bleibst du im Halboffenen. Wissen wir nicht. Ich habe sehr krasse Vorstrafen, sehr einschlägig, aufgefallen, Bewährungsversager. Ich habe abgeschlossen. Ich habe gechallas, ich gehe rein, die schicken mich eh geschlossen. Ich muss lachen, Bruder, wegen den Kommentaren. Real Talk. Real Talk. Real Talk. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich gehe eh geschlossene. Für meinen Kopf eh besser, ich bin eh geschlossene gewohnt. Ich gehe rein, ich sitze meine Zeit ab. Ich bin in einem, in dieser Stube. Grüß zurück, Bruder. Dann wurde mir gesagt, es kommt ein Psychologe auf Sie zu, mit denen werden Sie sprechen. Morgen früh. Ich habe gesagt, warum muss ich zum Psychologen? Sagt ja, weil Sie sind Gewaltverbrecher. Ne? Ich hatte Gewalt in meiner Akte, ne, schwere Körperverletzungen unter anderem. Und dann muss man mit einem Psychologen sprechen. Der entscheidet dann, ob du tauglich bist
für den offenen Vollzug. Versteht ihr, was ich meine? Ja, nee, die denken dann so, weil der halboffene Vollzug und der offene Vollzug dient ja dazu, dass sich Häftlinge wieder in die Allgemeinheit integrieren und dann dort in der Gemeinschaft leben. Ich glaube, Resozialisierung oder so nennen die das. Alter, so viel wie er in seinen Streams über Knast und so die ganzen Prozeduren redet, haben wir bald das Know-how eines richtigen Knastis. Und wenn es mal zu einem Gesprächsthema kommt, ihr seid bei Verwandten oder egal wie auch immer, und ihr da sitzt und auf einmal damit glänzt, denken alle was Falsches von euch. Die gucken euch dann nur noch so an und denken, what the fuck? Wann war der im Knast? Wir haben das gar nicht mitgekriegt. Jeder arbeitet, jeder muss sauber machen, bla bla. So, ich gehe zum Psychologen morgens, ich rede mit denen, er sagt, so und so sieht's aus. Ich dachte mir, okay, was sagt er? Ja, sie schicke ich auf jeden Fall in den Geschlossenen. Ja? Direkt. Der so, ich habe ihre Akte gelesen. Sag mal, hakt es bei ihnen? Warum? Ich stehe mir mal in der Krümel. Wie? Ich mach so Schluck auf, so. So, ja, ne, okay. So, ne? Der sagt, so und so und so. Was sind Sie für ein Mensch? Hat der mich fertig gemacht? Aber was? Was hab ich gemacht? Hm. Ich hab den gesagt. Lack, du Hund, wie redest du mit mir? Mein Schuh auf deinen Kopf, ihr Team. Kuss die See. Wallah, sie haben recht. Ey, doch, Wallah, ich bin... Behindert. Ich bin behindert, so. Haben sie recht. Ich kann nichts dagegen sagen. Schicken Sie mich in den Geschlossenen, ich schlafe, ich stehe auf. Ah, das war dieses Geheimagenda Inception-mäßig, Falle stellen. So. Das war verdeckte Ermittlung. Ja, ach, Bruder. Ich habe verdeckte Ermittlung gemacht auf den. Ich habe gesagt, tu mich in Geschlossenen, ist besser. Er hat das so zu dir gesagt, um zu gucken, wie du reagierst. Genau, er wollte sehen, ob ich aggressiv werde. Lass mal diese Filme, ich war verbrannt mit der. Ich, Sinan, alte Schule, habe den gesagt, tu mich in Geschlossenen, ist besser für mich. Ich schlafe dort, ich mache mein Essen. Irgendwann werde ich entlassen. Ich habe eh keinen Bock auf Palaver, auf viele Menschen. Tut mich in Geschlossene rein. Der sieht, ich bin gar nicht aggressiv. Der sieht, ich bin voll ruhig. Mach ruhig. Mach ruhig, ja, Maniak. Ich gehe in Zelle. Jani, ich warte dann auf seine Testergebnisse, Jani. Ich sitze dann da und denke mir so, okay, was kann ich hier in offenen Vollzug machen? Ich denke mir so, Freunde, was kann ich jetzt machen, damit ich hier bleibe? Ich gehe ins Büro und dort haben die mich dann, irgendwann muss ich dann ins Büro und haben die mich gefragt, was haben sie gelernt? Was kannst du, was arbeitest du? Weil diese offene Vollzüge sind natürlich auch dafür da, dass wir arbeiten, Billigarbeiter, ne? Auf dem Feld arbeiten, Kartoffeln schleppen. Ihr wisst, diese draußen arbeiten, wie ein Chara mit wenig Geld, Digga. Und ich sitze dann da und denke mir, was sag ich jetzt? Was habe ich gesagt? Was haben Sie gelernt? Was haben Sie denn gelernt? Was macht deine Familie? Wallah. Ey. Schöne Grüße. Guck mal. Der Onkel es macht, Wallah. Ja, natürlich. Sowieso. Auf jeden Fall, ich denke mir, was sage ich denn jetzt? Ich sage denen einfach, ich bin Koch. Er so, wie? Ich so, ja. Ich habe Gastronomie gearbeitet. Okay. Er so, ja, gut. Weil hier ist noch eine Stelle in der Küche frei. Und ich denke mir so, shit, jetzt wollen die bestimmt, dass ich irgendwas koche. Und ich kann das gar nicht. Und so gucken, ob du kochen kannst. Ja, so, hier ist noch eine Stelle frei. Können wir sie ja direkt zu Herrn Bongard schicken. So. Ja. Und ich denke mir so, okay, der Beamte sagt, ich kann direkt hier in der Küche arbeiten. Der Psychologe, der sagt, wegen dieser Gewaltsache, ist noch am Überlegen, was läuft hier eigentlich? Am nächsten Morgen, Beamte holt mich ab. Dann war ich schon so 6 Tage in der Zugangsabteilung. Und sagt, ja, packen Sie Ihre Sachen. Sie gehen auf die Abteilung 3 und Sie arbeiten in der Küche. Mhm. So, ja, der Psychologe hat auch befürwortet. Der sagt, der ist ein ruhiger, der kann bleiben. Mein erster Tag war sofort in der Küche. Yani, ich bin von Abteilung, Zugang, sofort in die Küche gegangen. Yani, nicht er hat mich in die Küche gebracht oder mir geholfen. Ich bin selber mit diese... Sani, die ganze Geschichte basiert auf das, was er gesagt hat? Ja. Like, mach weg, Abu Sainek, Bruder. Like, mach mal weg, Cousin. Aber ist egal, das trotzdem noch. Die Leute wollen nur trotzdem wissen. Ich habe dann in der Küche angefangen zu arbeiten. Und dann dachte ich mir so, ich gehe in die Küche und denke mir, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kann doch gar nicht kochen. Und dann habe ich erst gecheckt, Digga, hier muss gar keiner kochen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich muss das mal mit euch jetzt hier teilen, weil ihr werdet es mit Sicherheit nicht direkt sehen, so wie ich es sehe. Schatzam, ja Team, was machst du? Ich will mir einen Latte Macchiato. Ja, Haiwan. Ich will zu dir setzen, du Haiwan. Alhamdulillah, dann mach mir auch einen. Bist du doof? Warum hast du dich so hübsch gemacht, ja Team? Ja, Haiwan. Weil den ganzen Tag in so Gammel-Style, ja? Yalla, komm. Ich wollte gleich beenden, wegen dir muss ich jetzt bleiben. Ach so, ja, okay, dann mach Nein, das. Komm, ich mach Spaß, komm. Aber mach mir nicht Dings, mach doch nicht, da ist zu viel Kalorien drin und so. Ich muss euch erklären eine Sache, was ein absolutes No-Go ist,
wenn man eine Reaction ballert. Und das hat der Gazi jetzt mehrfach gemacht. Es ist nicht seine Schuld, er kennt sich nicht aus in dem Business, aber wenn man viel streamt, wenn man viele Videos ballert, wenn man viele Reactions macht oder allgemein so am Labern ist über eine Thematik und eine Thematik behandelt, ist das allerletzte, was man hören will, Bruder, mach das Video weg. Denn ihr braucht Content für diesen Tag oder für den Tag darauf. Ihr reagiert gerade auf eine Sache, die alle Leute da draußen interessiert. Ihr wisst, diese Sache wird Klicks bringen. Und dann sitzt jemand neben euch, der keine Erfahrung hat mit der Materie, liest ein paar Nachrichten im Chat oder kommt von selbst da drauf. Die schreiben, Bruder, mach weg, ist es nicht wert. Der sagt das einmal, ihr wimmelt ihn ab. Er sagt es zweimal, ihr wimmelt ihn ab. Dreimal, viermal und das fuckt übertrieben ab. Und die Situation habe ich auch oft mit Nebbi gehabt. Wenn sie, sage ich mal, wichtige Themen, die ich gerade am Behandeln war, am Reagieren war, sagt, mach weg, ist langweilig, ist Schrott, ist dies und das und disrespected mäßig das, worauf ich gerade reagiere. Und das ist hier der Fall gewesen. Ich weiß nicht, wie oft das da passiert. Wir gucken uns ja nicht übertrieben viele Videos da an, vereinzelt hier und wieder. Hast du über mich geredet? Ja. Was du früher mal gemacht hast, wenn ich auf Sachen reagiert habe, dass du dann meintest, mittendrin, mach weg und so. Oder irgendwie sowas. Wir waren schon mittendrin. Ja, ja, sage ich schon. Das macht der Gazi gerade auch. Das macht der Gazi gerade auch. Ich nehme die Ware an und verteile die nur. Ja, was denkst du denn? Machst du das 3-Sterne-Menü? Ja, aber Bruder, ich habe gedacht, du weißt doch, kochen. Ich dachte, vielleicht Küche arbeiten für... Gastronomie für Dings oder was? Nein, für Beamte musst du ja kochen. Ja, ja. Es gibt ja... Gibt Gefangene und gibt für genau. Gastro für die Beamten. Genau, und in die Gastro in die, für die Beamten, da kochen die... Ah, heute, Bruder, ich war auf Koran. Was? Die Insassen kochen für die Beamten dort? Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Auch wieder was Neues. Wirklich jetzt, das habe ich auch, das wusste ich nicht. Alter, ihr habt da Leute, die euch hassen. Ihr habt die eingesperrt. Ihr behandelt sie wie Dreck. Ihr behandelt die wie Dreck. Ich schwört, in jede Mahlzeit, vor allem wenn die so Kick auf dich haben, würde ich in jede Mahlzeit meine Eier rausholen. Und ihr wisst, jetzt gerade ist wieder voll warm und schwitzig. Ich würde die rauspacken. Ihr seid in der Küche, kontrolliert euch doch keiner. Und das Essen ist gerade fertig. Und ihr legt die kurz da rein. Ihr schmiert kurz das Essen da dran so und dann macht ihr wieder rein. Beim nächsten Essen genauso. Bei den Beamten. Deswegen, ich würde niemals mir von jemandem, der mich abgrundtief hasst, mein Essen zubereiten lassen. Außer von Nebbi. Da kann man ja nichts dafür. Das hält meine Frau, ne? Aber was? Schwein, schwör, mach das selber. Schuh in die Suppe, ja Team. Ja, genau so. Ich hätte Angst vor sowas. Ehrlich, vor allem, es kommen ja nicht normale Leute in den Knast, sondern Leute, die halt Sachen gemacht haben, die nicht regelkonform sind. Als würden die sich da dran halten. Ich weiß nicht. Ich denke mir so, okay, was mache ich? Komm, ich sehe, okay, Warenannahme, dies, das, voll einfach. Dann habe ich mein Leben gechillt in der Küche erstmal. Entspannteste Arbeit, Jani, falls ihr alle meinen Hubs geht, was ich nicht hoffe, sagt immer, ihr seid Gastro. Ihr arbeitet in der Küche. Jani, lernt. Lernt und nimmt mit. Ich sag euch ganz ehrlich, lieber mache ich alle anderen Aufgaben, die da sind, als freiwillig als Mann in die Küche zu gehen. Daran erkennt ihr, dass Sinan G kein wahrer Mann ist. Was? Was? Guck mal, ich hab einen Wäschebank, der auf dem Bett sitzt und gleich sitzt er da mitten und faltet das. Ich sag laberst dir. Du? Ja, hab du ich jemals mit. Gemacht? Du machst mit. Hab ich jemals gemacht? Hast du. Wann? Ja. Hängst du nicht Wäsche auf? Wenn ich sauer bin, mache ich. Wenn du sauer bist. Kennt ihr dieses psychologische? Ich gebe euch jetzt mal Tipps. Leute, ich gebe euch Tipps, wie ihr zu Männern werdet. Weißt du, was ich mache? Ich mach euch zu Männern heute. Hört zu. Hört zu. Ich komme mit Staubsauger rein. Oder ich komme mit Staubsauger rein. Ich komme jetzt mit Staubsauger rein, wenn du willst. Sei leise jetzt. Hört zu. Also. Aber jetzt mal Real Talk. Ne? Jetzt mal. Wie ihr als Mann eure Frauen dribbeln könnt. Natürlich müsst ihr ein bisschen Alpha dafür sein. Ich sehe Sachen liegen rum. Mittlerweile seit wirklich sehr, sehr langer Zeit ist das nicht mehr der Fall. Sie ist mega aktiv, mega... Auch wenn es nicht... Freunde, hier eine Warnung an euch. Es ist nicht gut, vor eurer Frau sie zu loben und zu sagen, du bist stramm, du bist gut, du bist dies. Aber ich mach es das ist jetzt. Gut. Nein, nein, aber ich mach das jetzt. Sag mal kurz leise. Ich mach das gerade nur... Rein. Warte, sag mal kurz leise. Aber es ist gut, die Frau im Stream fertig zu machen nach dem Motto... Früher war sie nicht so toll. Heute hat sie sich geändert. Masak, du warst früher. Wie warst du denn früher? Ich habe dich zu einem Mann gemacht übrigens. Laberst du? Sei froh. Ich war durch ein Mann, mich bevor bist du wusstest. Du ein Mann warte, geworden, warte, warte. Masak. Durch ich mich warte, bist warte. Du ein Mann geworden. Warte. Wie sahst du früher aus? Warte, was warte. Hast du früher das Aussehen hat nichts mit Menschheit zu tun. Nein. Warte, trotzdem, warte. Ich habe dich zu dem gemacht, was du heute bist. Warte, ja. Ohne mich wärst du heute ich nicht. Ich habe dich gemacht, als wärst du aus meinem Samen. Ja, du willst jetzt gegen mich rebellieren, aber warum? Mach Platz jetzt. Nicht so, sorry, du bist tot. Auch dieser Battle bringt dich
nicht hoch. Du machst immer wieder denselben Rap. Du hast recht, ich bin über 30 Jahre. Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Du wärst so heute ohne. Warte, warte. Du wärst so heute ohne Mazdaq, denk fleißig nach. Wo wärst du heute? Ich schwöre, Woche da, Mazdaq macht die Papierkram alleine. Und ich sehe, wie du gleich da sitzt und Kopfschmerzen. Ich schwöre, mach gleich alleine. Kopfschmerzen, was laberst du? Ja. Von was? Setz dich da hin und mach den Papierkram. Niemals sitze ich da. Ja, siehst du, mach ich immer, oder nicht? Ich zeig euch jetzt mal kurz was, Leute. Die sagt, die hat mich gemacht. Ich bitte euch. Mazdaq. Warte, warte. So, wie du da aussiehst, musst du. Die sagt, warte, warte. Erst dann, seitdem ich mit ihm zusammen war, Leute. Warte, warte, ihr entscheidet. Ja. Erst seitdem ich mit dir zusammen war, sie hat mich gemacht. Ich war der männlichste Mann. Da waren wir schon ein paar Jahre zusammen. Du warst voll der Lulli. Warte, ich war der männlichste Mann, den sie je gesehen hat. Wenn ihr alle Männer, die sie je kennengelernt hat, zusammenrechnet, addiert das mit 500. Was sagt Bocho da? Multipliziert das mit Pi. Warte, wie ich daneben multipliziert das mit so Pi. So eine Frau hat es nicht neben dir. Zeig mal das Bild von das früher, wie du aussahst. Komm, zeig. Und nimm das so hoch stehst, und endlich so viel Männlich. Wo ist das Bild eigentlich? Wer hat mich Mann gemacht? Ich bin als Mann geboren. Als ich zur Welt kam, hat der Typ gedacht, der wäre eine Frau, der Arzt. Der war der erste Mann, Mazdaq, der sich geschlossen hat. Mazdaq, reicht jetzt, hör auf, jetzt guck weiter diese Videos. Wisst ihr, ich erzähle euch, ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Wisst ihr, wie Gendern angefangen hat? Ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle hassen, aber Gendern fing wegen mir an. Ja, diese Genderei fing vor knapp 40 Jahren an wegen mir. Ich wurde geboren und der Arzt hat aufgrund dieser überwältigenden Männlichkeit, die er in seiner Hand gespürt hat, gedacht, er wäre eine Frau. Er hat sich ein Jahr später umoperieren lassen. So fing Gendern an. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und die sagt, die hat mich zum Mann gemacht. Also fing Gendern im Iran an, Leute. Und nicht in Deutschland. Nein, nein, der ist nach Deutschland gezogen, weil das da nicht erlaubt ist. Professor Dr. Mohammed heißt der. Mazdaq, ich schwöre. Mohammed Azadi. Wirklich, Mazdaq, das ist kein Spaß. Google das. Dr. Mazdaq, Mohammed Azadi heißt der. Mazdaq, half nach sein Spitzname, Lufthansa. Sein Spitzname ist Mahmoud so Azadi. Moment. Nein, nein. Jetzt und die sagt, weiter. Die hat mich Mann gemacht. Warte, Boy. Ich zeig euch jetzt, wer wen Mann gemacht hat. Ja, mich hast du Mann gemacht, oder was? Dann geh in die Küche jetzt und geh kochen für mich. Ich hab Hunger. Gut, los, ich lauf, ich werde nie geh. Einen Fuß in die Küche setzen. Ja. Ich küsse dein Herz. Der setzt keinen Fuß in die Küche. Ich schwöre, guck der wird mal. Verhungern. Guckt, wer hat wen Mann gemacht? Mazdaq, wer konnte froh sein? Guck mal, wie sie aussah. Ich schwöre, Mazdaq, konnte froh sein, mich als Mann zu haben. Da waren wir schon zusammen, Leute. Nein, Mazdaq, sei ehrlich. Du bist echt ein Spacko. Ich geb dir gleich eine, Mazdaq. Bruder, ich geb dir gleich eine. Ja. Guck mal, das Bild ist 12 Jahre alt. 12 Jahre ist das Bild alt. Sagt mir, ob ich ein Mann war oder nicht. Ihr könnt das entscheiden. Mazdaq, du warst ein kleiner Bubi. Das war's. Ich war ein Bubi. Der männlichste Mann, den du je gesehen hast. Guck mal, was der Skuse schreibt. Haha, heute wird Mazdaq definitiv auf der Couch schlafen. Ja, mit und das Sicherheit. Ist genau euer Fehler, Leute. Guck mal, wie sie lacht. Guck mal, wie sie lacht. Das ist euer Fehler. Das ist der Grund, warum euch eure Frauen nicht respektieren. Niemals wird der Tag kommen, an dem ich auf der Couch schlafe. Guck mal, was sie riskiert. Sie riskiert, sie spielt gerade mit ihrem Leben. Mazdaq muss nachher Blumen kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben, warte, warte. Ich, mein, ich habe noch nie in meinem Mazdaq. Leben Blumen gekauft. Was denn? Ist nicht so? Ekelhafter Typ, er hat halt, keine Romantik in sich drin. Aber ich sag euch eine Sache. Wir hatten auch mal, wir streiten uns auch mal. Einmal war er so sauer, dass er freiwillig auf die Couch gegangen ist. Also seht ihr, wie Mann er ist. Nein, nein, ich habe gesagt, keine Frau kann mich zwingen auf Couch gehen. Ich bin selber freiwillig gegangen. Das schreibe ich aber trotzdem. Ist lange her. Ist lange her. Du bist gegangen. Ja, aber so gehört sich das. Du gehst heute wieder auf die Couch. Bevor ich dich schicke, guck mal, das ist auch ein Zeichen von Männlichkeit. Als ob du mich schicken könntest, weiter, Mazdaq. Nein, kannst nicht. Träum weiter. Versuch. Guck mal, wie frech. Versuch. Kennt ihr diese Frauen, die auf einmal Eier kriegen? Was für Eier? Meine Eier sind immer da. Meine Eier sag, sind immer ich bin mit Eier geboren. Okay, wir gucken jetzt mal kurz zu Ende und dann werden wir euch ein bisschen erzählen. Und du dachtest, Mazdaq auf Kerem, der König dieser Scharmut. Aber du sollst hier nicht kommen und Video machen und faxen. Hat der Sinanji mit C geschrieben? Okay. Was hat der gesagt? Ich hab mich gehört wegen dir. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber du sollst jetzt hier nicht kommen und Video machen und Faxen erzählen. Böse Mann, wer ist der böse Mann? Was? Der hat einfach gelabert und am Ende kommt noch Name-Dropping, böse Mann. Warum? Einfach so, Bruder.
Arme. Ich vermisse den Jungen, ne? Ich schwöre. Gasman, wenn du das siehst, bitte komm hier in den Stream. Lass uns ein bisschen reden. Ich habe noch ein, zwei Knast-Vlogs, da kommt er auch noch vor. Sehr lustig, wirklich geil. Also Gasman, ruf mich einfach an, Bruder. Oder schreib mir auf Instagram. Ich mach Raid, Bruder. Ich mach Raid zu Schiff. Ey, was machst du denn? Raid sagt der? Erstmal würde ich sagen, dass ich Raid mache, Bruder. Bruder, mach keinen Raid. Erzähl mal. Tu den zur Seite, bevor ich deinen Schnurrbart ficke. Der Arme. Ich schwöre, der Arme, tut mir leid. Oh mein Gott. Der sah aus wie so ein gefälschter ISIS-Camper. Boah. Ey, die haben es nicht besser gemacht mit der Reaktion. Mach den mal weg, jetzt an deinem Wallah, Alter. Ich hab den doch schon weggemacht. Oh Gott, die Lache ist... Ja, war schön. Der arme Zinkarius, ja. Er hat den Spitznamen Zinkarius, weil er ein Zinker war. Achso. 31er. Mann, das erste, warte. Das erste Foto, das wir zusammen gemacht haben, sagt mir jetzt einer, ich war kein Mann. Sie sagt, du warst kein Mann. Du wusstest nicht, was ein Mann ist, bis du mich kennengelernt hast. Wenn er ein Mann gewesen wäre, hätte er mich vom Auto rausgeschmissen. Hat er aber nicht. Ich war frech, weil du frech warst. Schatzan, du hast meinen Rücken massiert, warum soll ich dich rausschmeißen? Ja, erste Begegnung. Warte. Einfach so. Red Bull ist ein Synonym, Leute. Ihr wisst Bescheid, hat sie getrunken. Ja, du guckst gerade auf meine Eier und sagst, ich hab dein Red Bull getrunken. Nein, ich hab auf deine Eier geguckt, wie ist das? Sie hat mein Red Bull getrunken. Nein, Spaß. Er hatte eine Red Bull-Dose da und war so ekelhaft und hat nicht mal angeboten. Ich hab mir einfach die Red Bull-Dose genommen. Ja, was ist los? Ich schwöre, ich war früher wirklich schlimm. Jetzt bin ich ruhig. Ja, ich sah früher anders aus. Ich weiß, Leute. Das ist die Nase. Okay, Freunde, so viel zu der Reaction. Auch das CNG-Video war sehr stramm. Wird bestimmt auch lustig, wenn der Gasmin auch dort auftaucht. Lass mal ein bisschen da zusammen quatschen und so. Mal schauen. Ich küsse eure Herzen. Wir müssen direkt weiterschreiten zum nächsten Video. Yalla.